Ja, im Straßenverkehrsamt der Städteregion Aachen verstehen wir uns als Serviceunternehmen für alle Bürgerinnen und Bürger. Es ist ja auch so, dass das Straßenverkehrsamt das größte Publikumsamt mit täglichem Publikumsverkehr der Städteregion Aachen ist. Unseren Kunden bieten wir eine hohe Beratungskompetenz, freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, schnelle Bearbeitungszeiten und damit eine Minimierung von Wartezeiten. Und das lässt sich schon direkt an den Öffnungszeiten festmachen. So können die Bürgerinnen und Bürger die umfangreichen Dienstleistungen des Amtes auch an jedem Samstag nutzen. Und davon machen viele Menschen Gebrauch. Im Straßenverkehrsamt zählt man pro Jahr rund 100.000 Bürgerkontakte. Ein absoluter Spitzenwert. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Auto nach wie vor das liebste Kind der Deutschen ist. In der Städteregion gibt es zurzeit mehr als 330.000 zugelassene Fahrzeuge. Jedes Jahr erfolgen ca. 25.000 Neuanmeldungen. Doch neben der klassischen Fahrzeugzulassung bietet das Straßenverkehrsamt noch viele weitere Leistungen an. Beispielsweise die Ausstellung von Saison- oder Kurzzeitkennzeichen, Auskünfte aus dem zentralen Verkehrsregister, die Ausstellung oder der Umtausch von Führerscheinen, die Berechnung und Bestellung von Feinstaubplaketten, die Genehmigung von Schwer- und auch Gefahrguttransporten oder auch die Erteilung von Taxikonzessionen und die Änderung der Fahrzeugpapiere. Eine der beliebtesten Dienstleistungen ist wohl die Erteilung von Wunschkennzeichen. Etwa 10.000 Mal im Jahr suchen Menschen nach ihrem persönlichen Kennzeichen. Das geht inzwischen auch bequem vom heimischen PC aus. Übrigens, nicht nur alle Einwohner der Städteregion Aachen, sondern zusätzlich auch noch des Kreises Düren können ab sofort die Leistungen der Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes in Würselen nutzen. Gerade Berufspendler können dann ihr Fahrzeug in dem jeweils für sie günstiger gelegenen Amt anmelden. Insofern ist das Straßenverkehrsamt auch hier wieder Pilotamt der Verwaltung und zeigt neue Wege auf. Das Ziel bleibt aber immer gleich: Servicequalität für die Bürgerinnen und Bürger auf Top-Niveau.